So, wie war das gerade? Was hat gerade mein Kollege Uri Zahavi gesagt? Ich soll auf die Deckung achten. Ich wage mich jetzt mal aus der Deckung und sage erstmal schönen guten Abend, herzlich willkommen im Studio 3, live aus Babelsberg. Und ich habe mich heute in Vorbereitung auf den heutigen Abend mal so ein bisschen mit dem Kickboxen so mehr oder weniger versucht anzufreunden. So richtig weit gekommen bin ich ehrlicherweise nicht. Aber einer, der das heute richtig gut kann und der das überhaupt gut kann, das ist unser heutiger Gast. Und eins kann er noch besser. Uns alle bestens unterhalten im Film und Fernsehen. Ich freue mich sehr auf ihn und ich hoffe, er hilft mir gleich auch hier wieder raus. Max Riemelt liebt alles am Film. Den Autorenfilm mit Ambition. Wenn nicht, komme ich nächste Woche einfach nochmal wieder. Und das Star-Kino. Dank der Netflix-Serie Sense8 kennt die halbe reale Erde Max Riemelt. Dank Matrix 4 kennt ihn längst auch die virtuelle Zukunft. Riemelt, den Berlin-Mitte-Boy. Groß geworden, waschecht zwischen Schönhauser und Gendarmenmarkt. Ich bin halt immer so zu Castings gegangen. Mit 13 schnuppert Max in die Filmerei. Ey, Alter, hat sich deine Mama ausgesetzt oder was? Wer ist denn das? Das ist Oscar. Und lernt, das macht nicht nur mehr Spaß als Schule, er ist darin auch deutlich besser. Ich denke, alle Filmküsse haben was Schönes. Küssen und Kickboxen, er ist der Typ für alle Drehbücher. Wann immer eine extreme Rolle am Wegesrand wartet, her damit. Charaktere mit Problemen, Frisuren, die vor nichts zurückschrecken. Je heikler, provokativer, schmerzhafter, desto Riemelt. So die ganzen Abgründe des menschlichen Daseins. Und schwer mit Preisen überladen knirschen die Bretter der Schrankwand, falls er eine hat. Haben Sie? Erst einmal herzlich willkommen, Max Riemelt im Studio 3 live aus Babelsberg. Vielen Dank. Wir haben uns vor der Sendung aufs Du geeinigt. Ja. Und Max, würdest du mir hier irgendwie mal wieder helfen? Natürlich, ist mir eine Ehre. Du kennst dich damit viel besser aus. Und dann, hopp. Danke dir. Vielen Dank, liegen wir da hier noch. Danke. Bevor wir über das Kickboxen reden, müssen wir die Frage klären. Hast du eine Schrankwand oder eine Anbauwand? Also, meine Mutter hatte mal eine Vitrine. Aha. Und die haben wir jetzt aber aufgegeben. Die sind meist im Keller gelandet. Ja, ja, leider. Den habe ich bei mir im Schlafzimmer stehen, weil der doch sehr besonders für mich ist. Macht diesen Preis so besonders? Was ist das für ein Preis? Das ist ein Publikumspreis von zwei Fernsehzeitschriften für einen Film, der mir sehr am Herzen liegt, weil er ein Tabuthema behandelt, ein sehr schwieriges Thema, aber das den Menschen so näher bringt, dass er keine moralischen Werte vermitteln will, sondern wirklich sachlich an die ganze Sache rangeht und ja, sehr erfolgreich war, also auch international. Der Film heißt Kopfplatzen. Es geht um Pädophilie. Ich spiele jemanden, der darunter leidet. Und dieses Thema ist halt ja, sehr unbekannt, weil es halt schwer ist, das umzusetzen. Also wirklich auch einen Helden, der wirklich darunter leidet, also so darzustellen. Und ja, das Publikum hat entschieden, dass die Darstellung so gut war, dass sie mir den Preis Wobei, Held ist jetzt, glaube ich, vielleicht nicht so das Ja, also Wort, oder? Das sind klar Bezeichnungen, Kategorien, sage ich jetzt mal, für Filme. Und den Preis hast du jetzt wo bekommen? Den habe ich vor ein, zwei Jahren bekommen. Wie gesagt, von dieser, also nicht Jury, sondern vom Publikum. Hast du einen Überblick, wie viele Preise du insgesamt gewonnen hast? Also ich habe mal geschaut, wenn man so im Internet guckt, ne? Also Grimme-Preis, Bayerischer Filmpreis, Deutscher Fernsehpreis. Das ist ja Wahnsinn. Also hast du einen Überblick, wie viele Preise es insgesamt sind? Ich weiß nicht, so um die 10 oder so, würde ich jetzt sagen. Und hast du fürs Kickboxen mal einen Preis bekommen? Nee, also da war ich jetzt auch nicht unbedingt so erfolgreich oder habe so viele Wettkämpfe gemacht. Also ich habe Kickboxen eine Zeit lang wettkampfmäßig betrieben, war aber jetzt nicht auf so großen Turnieren oder so, sondern ein, zwei, drei Kämpfe gemacht. Und habe dann auch im Karate, bin ich mal angetreten, in Russland, in Sibirien tatsächlich. Und das war auch ganz aufregend. Und ja, also das habe ich nicht großartig weiterverfolgt, weil ich auch dachte, irgendwie der, ich sag mal, wirtschaftliche Schaden zu groß wäre, wenn mein Gesicht irgendwie anders aussehen würde. Ja. Das ist schwierig als Schauspieler. Wobei du ja mal gesagt hast, ich wollte immer das Krasseste haben, beziehungsweise das Krasseste sein beim Kickboxen und beim Film. Wir reden noch mal über das Krasse beim die Film. Die Formulierung, ja, die sind natürlich, ja, also was ist das Krasse im Alter geschuldet vielleicht. Ja, krass, weiß ich nicht, was ich damals gemeint habe, aber ich glaube auch das Gefühl der Lebendigkeit, also es ein meditativer Zustand, wenn man das halt trainiert, also so, dass ich halt wirklich abschalten kann und wie ein zweites Mal am Tag aufwache, wenn ich mit dem Training fertig bin. Probleme relativieren sich.
Endorphine werden freigesetzt, man fühlt sich einfach toll oder weiß, was man kann. Für Selbstbewusstsein ist es sehr gut, für die Disziplin, für eine Alltagsstruktur, weil außerhalb des Jobs habe ich halt selten also irgendwas kontinuierlich Strukturelles in meinem Leben, was mir hilft, mich zu orientieren. Auch, ja. Und Kickboxen gehört dazu. Und diese Kickbox-Handschuhe, die ich hier am Anfang benutzt habe, die können Sie heute übrigens noch gewinnen. Signiert dann auch von Max Riemelt am Ende der Sendung. Ja. Sind wir sehr gespannt. Und du frönst sozusagen dem Hobby, der Leidenschaft, dem Sport, des Kickboxen, so wie eine Familie, die wir jetzt besuchen werden, und zwar aus dem brandenburgischen Brieselang. Und bei dieser Familie ist es nicht nur ein Hobby. Vize-Weltmeisterin im Kickboxen. Lucy Pischinski aus Brieselang hat es drauf. Ich möchte siegen, auf jeden Fall. Aber Erfolg bedeutet nicht nur auf der Matte zu siegen, sondern allein, wenn man schon im Training jedes Mal durchzieht, selbst wenn niemand hinguckt, dass man dann weitermacht, wenn man dann alles gibt, das ist Erfolg. Mit 6 Jahren beginnt Lucy mit dem Kickboxen im SG Brieselang. Den Verein haben ihre Eltern gegründet, Dominik und Dietmar Pischinski. Beide selbst Titelgewinner und Trainer. Der Sport ist in der Familie immer Thema. Ist heute Morgen auf der Waage gewesen? Nö, aber gestern. Gestern warst du? Ja. Und? Für die 16-Jährige sind solche Fragen alltäglich. Doch für ihren Vater ist die Doppelrolle als Coach und Vater nicht immer einfach. Ich bin immer in der Nähe und dadurch hat sie nicht die Freiheiten dadurch. Und es ist schwierig. Und es ist einfacher eigentlich, wenn man ein bisschen mehr Abstand hat. Und als Trainer, finde ich, ist es unheimlich belastend. Also im Wettkampf dann, weil dann die Emotionen noch viel mehr hochkommen. Und wir wollen mit der vorderen Hand zum Kopf treffen. Locker bewegen, raus. Mehrmals in der Woche trainiert Dominik Pischinski den Nachwuchs in Brieselang. Die ehemalige Polizistin war zu ihrer aktiven Zeit Welt- und Europameisterin. Beruflich hat sie inzwischen umgesattelt und arbeitet heute als Grundschullehrerin in Nauen. Sie freut sich, dass ihr Sport immer mehr Ansehen gewinnt. Es ist ein guter Mix aus Karate und Boxen und wird gerade in den letzten Jahrzehnten immer technisch versierter, schneller, sauberer, also immer interessanter. Mindestens 3-mal in der Woche trainiert Lucy im Verein ihrer Eltern. Im März steht das erste internationale Turnier an, im August die nächste Europameisterschaft. Beim Training machen Mutter und Tochter auch mal gemeinsames Sparring. Sie hat mir alles gezeigt von klein aus, wie ich mich zu verhalten habe, wie ich durch Sachen besser durchkomme, ob jetzt im Training, wie ich mich selber zu einer maximalen Leistung bringen kann. Und Pause. Ein Kämpfer kann nur so gut sein wie sein Trainingspartner. Das heißt, also man lässt sich auf den anderen ein, lässt ihn kommen, arbeitet und macht ihn nicht kaputt. Und sie kann eine ganze Menge. Und sie hat jetzt ein bisschen Rücksicht auf mich genommen. Mit den Eltern zu kämpfen war für die Tochter gewöhnungsbedürftig. Doch inzwischen ist es normal. Wie beim sogenannten Pratzentraining. Hier werden Bewegungskombinationen einstudiert. Sidekick, Turnkick. Ein Press hinterher. Mit meinem Vater habe ich eine speziellere Verbindung als jetzt andere vielleicht, denn wir teilen ja jeden Tag diesen Sport, fahren zusammen zu Turnieren und wir gewinnen oder verlieren dann auch zusammen und das ist auch sehr emotional für uns beide. Im nächsten Jahr will Lucy Abitur machen. Wie lange sie Kickboxen wird, weiß sie noch nicht, aber eins ist sicher, auf ihre Familie kann sie immer zählen. Sehr schön, meine beiden. Ja, der Familiensport, Kickboxen, und wir wünschen Lucy vor allem ganz viel Glück. Und du hast die ganze Zeit während des Beitrags auch mal gesagt, ja, ja, und genickt. Also du kennst das auch so. Ja, auf jeden Fall. Also gerade am Ende, wo gesagt wurde, halt, was die Gemeinsamkeiten dadurch sind, also wie das halt Leute zusammenbringt, weil es auch eine Sprache ist. Es ist auch eine Körpersprache. Also da kann man auch das Schauspielen quasi trainieren.
wenn man mitten im Kampf ist und keine Luft mehr hat, muss man halt so tun, als ob es einem gut geht, damit der Gegner nicht denkt, jetzt kann ich aber kommen irgendwie und den fertig machen. Ja. So eine Sachen halt. Und die lernt man halt auch da. Ja. Das heißt, deine schauspielerischen Qualitäten kommen dir da auch noch gut. Werden auch beeinflusst davon, ja. Mhm. Wie oft nimmst du dir noch die Zeit für den Sport? Ja, wenn ich halt kann. Also ich bin jetzt nicht mehr so intensiv dabei wie früher, wo man dann halt jeden zweiten Tag oder fast jeden Tag trainiert. Sondern versucht es halt so zu machen, dass es halt gesund für mich ist. Mhm. Also die Regeneration dauert auch länger jetzt. Also ich merke auch, dass ich älter werde. Und ich will halt gesund bleiben dabei. Und das heißt, also 2-3 Mal in der Woche kann man schon machen. Ja. Und meinst du, ich bin jetzt noch ein bisschen älter als du, meinst du, ich kann auch noch damit anfangen? Jeder. Also es geht eigentlich auch darum, nicht unbedingt den Puls so wahnsinnig hoch zu treiben und sich wahnsinnig auf den Kopf zu hauen, sondern sich selber das Gefühl zu geben, dass man sich kontrollieren kann zum Beispiel, dass man halt Bewegungsabläufe halt einstudiert, die dann irgendwann automatisiert werden und dann hat man ein völlig neues Körpergefühl. Ja. Ich finde es auf jeden Fall einen faszinierenden Sport. Ein Freund von mir macht es und ich überlege immer die ganze Zeit, mache ich es nicht, probiere ich es mal. Es ist auf jeden Fall gut auszuprobieren und sie haben es auch richtig gesagt, man muss natürlich darauf achten, wen man als Trainer hat und mit wem man trainiert, weil es auch viele Idioten natürlich gibt, aber in anderen Sportarten genauso. Sport ist ja auch mal so ein Wort, was gerade im Januar eine große Rolle spielt. Vorsätze fürs neue Jahr. Hast du dir was vorgenommen, jetzt vielleicht außer noch mehr Sport zu machen, aber gibt es Vorsätze? Nicht wirklich, weil ich glaube nicht daran, dass das wirklich funktioniert. Also ich höre manchmal so einen Psychologen in so einem Podcast, der Jens Korsen, der halt meint, man müsste eher so einen Vertrag mit sich selber schließen und den kann man anfangen und beenden, wann man auch will. Aber dadurch lässt sich Selbstvertrauen generieren und dadurch kann man auch Sachen schaffen. Also weißt du, wann der Tag wäre, diesen Vertrag schon wieder mit sich zu beenden? Also heute. Ach so, ja, weil heute. Der Tag. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Nämlich heute ist der Tag, wirf deine Vorsätze über Bord. Machen Sie es, haben wir uns heute mal umgehört. Yo. Wie war das nochmal? Ein bisschen oder ganz viel mehr Grünzeugs futtern? Weniger Alk und Süßes? Abnehmen? Was haben wir uns alles vorgenommen? Also ich habe mir vorgenommen, 20 Bücher zu lesen dieses Jahr. Ich habe mir vorgenommen, solche Sachen wie mehr Sport machen. hauptsächlich das mit den 20 Büchern, das fällt mir gerade spontan nicht mehr ein. Ich habe irgendwo so eine Liste, was man das quantifizieren kann. Mehr Sport, natürlich. Meist haben wir uns Gutes vorgenommen und heute rein psychologisch dürfen wir uns von dem Vorsätzedruck befreien, oder? Nee, unsere Vorsätze waren ja, dass wir eine Sprache lernen. Ja. Wir lernen beide Italienisch. Okay, dann würde ich das auch nicht über Bord werfen. Nee, das können wir ja auch nicht über Bord werfen. Wir haben nichts über Bord zu werfen. Im Moment nicht. Nee, im Moment alles nicht. Gut. Alles gut. Ich parle Italiano, ja? Ja, ja. Wie heißt das? Palermo? Nee, Palermo. Palermo vielleicht? Nein, bitte weiterlernen. Und Vorsatz Rauchen aufhören, wie sieht's damit aus? Ich rauche nicht, habe nie geraucht. Ich trinke nicht. Ich trinke nicht mal Kaffee. Und bin trotzdem krank. So ein Mist. Weniger rauchen. Ist standardmäßig, ja. Ich rauche immer noch. Guck mal. Zeig mal hoch. Okay. Was ich über Bord werfen kann, ist halt eigentlich, wenn man sich daran hält, ein bisschen gesünder. Ne? Ein bisschen Nachschlag weglassen, das funktioniert meistens eh nicht. Also gerade mit dem Kind ist es halt schwierig, weil man ja meistens immer den Rest dann essen darf. Genau. Und ein bisschen mehr küssen. Bitte beibehalten. Und außerdem? Sollten Sie sich für dieses Jahr gute Laune vorgenommen haben, bleiben Sie dabei, immer lächeln und diesen Vorsatz nicht wegwerfen. So ist es. Und immer Studio 3 schauen. Ne? Live aus Bargerbisberg, Montag bis Freitag, 18.45 Uhr, auch ein guter Vorsatz. Zu Gast ist heute hier bei uns Max Riemelt, Schauspieler. Und du hast es schon gesagt, Vorsätze hast du jetzt dir nicht vorgenommen, aber trotzdem mal ins Jahr geschaut, so rein beruflich. Gibt es ein Vorhaben, einen Wunsch, den du dir 2023 als Schauspieler erfüllen würdest? Also, von wegen Vorsätze, es geht darum, auch manchmal seine eigenen Gedanken zu verfolgen, seine eigenen Ziele und dann vielleicht konsequent was aufzuschreiben oder sowas. Also, mehr will ich jetzt gar nicht verraten, sondern ja, möchte eher, genau,
Also eigene Visionen auch noch verfolgen, okay, anstatt immer nur das Instrument anderer zu sein oder mhm, das Werkzeug. Ja. Da können wir aber vielleicht dann doch noch mal drüber reden im Laufe der kommenden dreiviertel Stunde, die wir noch haben, oder guten halben Stunde, die wir jetzt noch haben. Aber ich würde gerne einmal darüber reden, weil du hast ja schon unheimlich viel als Schauspieler erreicht. Also in großen internationalen Produktionen mitgespielt, Matrix 4. War nicht die große Rolle bei Matrix 4, aber es ist eine coole Sache, in so einer großen internationalen Produktion zu spielen. Ja, absolut. Also das ist eine ganz tolle Erfahrung. Und war jetzt auch nicht die klassische Hollywood-Erfahrung, weil ich die Macher vorher schon kennengelernt hatte und eine intensive Zeit mit denen verbracht habe bei einer Serie, die heißt Sense8, die auf Netflix läuft. Und dadurch hatten wir schon eine Beziehung und hatten wir schon also eine Nähe, die so ein Vertrauen halt zugelassen hat, dass ich jetzt keine große Aufregung hatte oder Angst oder so. Natürlich ist es wahnsinnig aufregend, so einem Star gegenüber zu stehen und mit dem zu spielen. Du hast mit Keanu Reeves, ne? Genau, der auch aus meiner Kindheit also schon also sehr präsent war. Und ich weiß noch, wie ich den ersten Teil geguckt habe und dachte, endlich versteht mich jemand. Und ich hätte aber nie gedacht, dass ich einmal diese Leute kennenlerne, geschweige denn mit denen dann zusammen in der Fortsetzung spiele. Aber wie war es dann für dich, dann Keanu Reeves gegenüber zu stehen, mit ihm zu drehen, an einem Set zu sein? Und das ja auch noch nebenan, kann man ja sagen, in Babelsberg. Ja, erst, wie gesagt, also sehr aufregend und vielleicht auch befremdlich. Man muss sich halt an alles gewöhnen erstmal und dann, aber nach einer Zeit. Naja, befremdlich im Sinne von, das ist dein vielleicht Vorbild oder ein Star, der halt, das ist wie so eine Weltentrennung. Also Hollywood war einfach nicht so ein Ziel von mir, ein konkretes, sondern ja, höchstens etwas ganz Besonderes, was vielleicht irgendwann mal kommt. Und dass es dann halt diese Überschneidung gibt im Leben, dass man tatsächlich diesen Menschen kennenlernt und dann auch noch mit dem arbeitet, war natürlich ganz toll. Und der hat sich zum Beispiel auch diesen Film angeguckt, Kopfplatzen, weil er so neugierig ist, also weil er auch filmaffin ist, und hat mir dafür auch Komplimente gegeben und hat dann mit dem Regisseur auch telefoniert und ihm nochmal gesagt, wie toll er das findet und so. Und es war für mich natürlich ja die Erfüllung überhaupt. Also nicht nur das Zusammenarbeiten, sondern auch, dass er sich dafür interessiert, was ich mache und wie ich das. Hast du was von ihm mitgenommen? Also gibt es etwas, was du dir vielleicht abgeschaut hast im Umgang mit dem Team oder auch beim Spielen? Ja, also ich glaube, ich will mich auch nicht so als Schauspieler definieren, allgemein im Leben. Und er ist, glaube ich, ähnlich, dass er auch diese menschliche Ebene versucht, immer gut zu pflegen oder also überhaupt zu behandeln. Also dass sein näheres Umfeld natürlich wichtig ist, dass Familie wichtig ist, weil er auch Verlust erlitten hat. Und wenn man sich dessen bewusst ist, wie fragil das Leben ist, dann wäre zum Beispiel ein guter Vorsatz, mehr Zeit mit den Liebsten zu verbringen, egal wie anstrengend oder nervig das manchmal ist. Aber man würde es eventuell in der Zukunft vermissen, weil das wirklich auch ja, die Reflexion einer selbst, also die Identität ist, also das, was man wirklich braucht, um geistig und überhaupt gesund zu bleiben. Weißt du, Uwe, ich bin gerade hängen geblieben an dem Satz, du definierst dich nicht so als Schauspieler oder willst es nicht. Warum willst du es nicht? Also, ja, nicht nur. Nicht nur. Also ich meine, das ist ein Teil von mir, ist ein ganz wichtiger Teil von mir, und ich bin auch echt dankbar für all die Möglichkeiten und all das, was ich erreichen durfte, weil ich habe es mir ja nicht selber ausgesucht. Ich kann mir nur aussuchen aus den Sachen, die mir angeboten werden, und dann wiederum gibt es Leute, die mich begünstigen, in dem Sinne, dass sie sich für mich entscheiden und dass sie mir vertrauen. Und so kann ich auch nur arbeiten. Ich kann eigentlich nur gut sein, wenn mir die Leute vertrauen. Also wenn ich da um Vertrauen kämpfen muss, dann kann ich überhaupt mich nicht öffnen und kann ich diese Leistung nicht bringen. Ganz kurz noch, zwickst du dich manchmal und sagst dir, wow, was ich jetzt in dieser langen Zeit, die du ja nun schon aktiv bist, seit Mitte, Ende der 1990er, was habe ich schon alles gemacht, mit wem habe ich schon gedreht? Zwickst du dich manchmal und sagst dir, ich kann es nicht glauben, oder? Ja, es gibt Momente, da staune ich schon manchmal, also gerade wenn ich so einen Einspieler sehe und also es wirkt wirklich wie ein anderes Leben oder was alles passiert ist. Und ja, wie gesagt, also das, was es aber reell oder real macht, sind halt die Menschen, die mich schon so lange begleiten. Also die Familie, die um mich rum ist, und die Freunde, die können mir dann wirklich sagen, dass es echt ist und sagen mir auch ganz ehrlich, was sie davon halten. Lass uns gleich mal über deine Anfänge reden, wie es alles angefangen hat mit dem Schauspiel und dir vor der Kamera im Film und im Fernsehen. Wir wollen aber vorher erstmal zwei kennenlernen, die dir sozusagen nacheifern. Ein Brandenburger und eine Berlinerin, die eben auch den großen Wunsch haben, so wie du, sich vor der Kamera oder möglicherweise auf der Bühne zu zeigen.
Hallo, ich bin Zoe, ich bin Schauspielerin und ich bin 13 Jahre alt. Hi, ich bin Lennart, ich bin 13 Jahre alt und ich bin Schauspieler. Die beiden verbindet die Leidenschaft fürs Spielen vor der Kamera. Ich gehe da auf jeden Fall nicht fürs Skaten. Es macht mir Spaß und es ist so das größte Hobby, was ich habe. Das macht mich aus. Es wäre schon so ein Traumberuf, also ich würde das wirklich gern auch später weitermachen. Heute sind sie bei ihrer Agentin zum Coaching in der Oderberger Straße. Was wird hier eigentlich gespielt? Sind wir hier bei versteckter Kamera oder so? Meinst du, ich spiele hier was? Mama liegt da drin im Koma und du denkst, hier sind versteckte Kameras? Ja, vielleicht kennst du mich nicht. Ich wusste von dir. Sorry. Geh. Das ist meine Mutter. Ich kenne dich nicht. Geh einfach. Okay? Die Berliner Agentin Beate Kurecki hat die beiden entdeckt. Die beiden können erstens gut spielen. Das ist ja schon mal viel wert. Und sie haben beide auch, das kann ich immer sehr schwer erklären. Das nennen wir Kamerapräsenz. Und das ist, was ist das eigentlich genau? Das ist das, wenn sie auf der Leinwand jemanden sehen und wollen einfach wissen, was macht er als nächstes. Seit 10 Jahren betreibt sie eine Schauspielagentur für Kinder und Jugendliche, castet und coacht sie. Bei den hunderten Bewerbungen muss sie oft gegen Klischees ankämpfen. Und tatsächlich ist es den meisten Leuten nicht klar, dass da natürlich sehr viel mehr ranhängt, als ich schicke irgendwo ein Foto hin und dann spiele ich eine Hauptrolle und wir werden reich und berühmt. So ist es in der Regel eigentlich nicht, sondern die Kinder kommen schon zu uns zum Casting. Wir gucken, ist das ein Kind, mit dem wir arbeiten können? Wie ist das in der Familie? Wichtig ist, dass ein Familienmitglied sein Kind betreut, auch mit zum Drehort fährt. Heute hat Lennarts Vater seinen Sohn von Neuruppin nach Berlin-Pankow gefahren. Meistens ist es so, dass es nicht in der Urlaubsplanung mit drin ist. Und insofern ist es dann schon schwierig, dort frei zu bekommen. Ich finde das ganz toll und ich freue mich auch jedes Mal, wenn einer dabei ist, beruhige mich auch am Set und ich finde es ganz toll, dass sie mich unterstützen. Zoes Mama hatte es aus Berlin-Zehlendorf nicht ganz so weit. Auch das nächste Casting steht schon an. Doch auch dort gibt es nicht immer Erfolge. Ich freue mich immer über ein Casting, aber es wird tatsächlich relativ oft nichts. Das ist einfach Teil davon. Also es ist schon was Besonderes, wenn man eine Rolle bekommt. Und darüber freut man sich dann auch total. Sie ist da sehr vernünftig und haben ihr auch immer gesagt, wir werden ihr alle Türen offen halten, soweit sie das will. Und dann muss man einfach schauen, was daraus wird. Was soll das? Geklappt hat es für Zoe in diesem Film. Das bin ja ich. Er ist Hannah Troppen. In einem Land heißt er. Zeig mal her jetzt. Und Lennart durfte in seinem aktuellen Film den jungen Schauspieler Charlie Hübner verkörpern. Geh mal ab ins Bett. Zwei Teenager, die es mit der nötigen Bodenhaftung und der Unterstützung ihrer Familien vielleicht weit bringen können. Ein Mann mit Bodenhaftung und auch mit der Unterstützung der Familie, wie er uns schon erzählt hat, ist heute bei uns Max Riemelt, Schauspieler. Wir haben es gerade gehört, es ist schon enttäuschend, wenn es mal nichts wird mit einer Rolle. Wie gehst du denn mit Absagen nach Castings um? Ja, je nachdem, also wie viel mir das Casting bedeutet hat oder wie ich mich da schon drin gesehen habe und wie viel es mir halt Spaß gemacht hat. Also es ist sehr schwierig zu ermessen, was die Leute wirklich wollen am Ende. Also auch wenn man das Drehbuch schon gelesen hat, ist es oft nicht das, was man sich selber vorstellt. Und deswegen ist es manchmal auch schwierig, was sie dann wirklich suchen oder mit wem sie wirklich arbeiten wollen. Und ja, ich habe ja auch so früh angefangen wie die beiden. Und war auch ziemlich frustriert am Anfang, muss ich sagen. Und gerade an einem Punkt, wo ich nicht mehr dran geglaubt habe, wurde ich wieder eingeladen und für diesen Film, ne, für dieses Bild, zwei allein besetzt. Das war so eine Hauptrolle, wo ich den ganzen Sommer arbeiten durfte. Und dann war es mir klar, das wollte ich machen. Das wolltest du unbedingt machen. Wann hast du das erste Mal überhaupt vor der Kamera gestanden? Kannst du dich daran erinnern? Ja, das war auch kurz davor. Also das war alles, wo ich so 12, 13 war. Also ich glaube, Dr. Sommerfeld Neues vom Bülowbogen war eine der ersten Film- und Fernsehrollen, aber auch einer der ersten Fernsehauftritte war in Eine Familie zum Küssen. Und einen ganz kurzen Ausschnitt haben wir da noch mal rausgesucht.
Willst du deine Mama auszusetzen oder was? Willst du Oma? Wer ist denn das? Das ist Oskar. Tja, ein schicker Ausschnitt, oder? Das ist toll, ja. Also, wie ist denn das so, dich da nochmal so zu sehen? Ich kann mir wirklich also gar nicht mehr vorstellen, was ich da damals gedacht habe darüber. Also ich kann mich wirklich nicht erinnern, aber so manche Sachen kommen da nochmal hoch. Und also wie aufgeregt und wie ich gar keine Ahnung hatte, mit was ich es eigentlich zu tun habe. Weil wirklich bei dieser Serie habe ich erst gelernt, wie man überhaupt mit Menschen umgeht, also die am Set mit einem arbeiten. Ich hatte eine Kinderbetreuung, die mir dann wirklich vermittelt hat, was die Leute hinter meinem Rücken so über mich reden. Und ich hatte ja kein Bewusstsein darüber, also keine Selbstreflexion, also wie ich so rüberkomme. Und die dachten, ich wäre total arrogant oder total der Idiot, weil ich halt so frech gesprochen habe wie da ungefähr. Und dann wurde mir das erstmal klar. Und das war wirklich auch das Wichtigste für mich, das zu lernen, weil vor dem Spiel kommt überhaupt erstmal der Umgang mit seiner Umgebung, also mit den Menschen, mit denen man arbeitet. Was haben denn deine Eltern gesagt, als du gesagt hast, ich will Schauspieler werden und vor allem dann natürlich auch neben der Schule so viel gedreht hast dann auch schon? Ja, also mein Vater war das, glaube ich, ganz recht. Also bei dem habe ich ja nicht gelebt, ich habe bei meiner Mutter gelebt. Und meine Mutter, die war auch ein ziemlicher Freigeist, was das angeht. Also die war überzeugt davon, dass wenn mir das Spaß macht, wenn es wirklich das ist, was also mich erfüllt, dann stellt sie mich da auch frei. Natürlich musste ich auch die Sachen nachholen für die Schule. Ich war halt kein guter Schüler, weil ich das nicht ganz verstanden habe, den Zusammenhang zwischen dem, was ich da lerne und wofür. Und aber genau, also wir haben uns da gut arrangiert und sie hat mich immer freigestellt. Aber in der Schule warst du dann der Star oder wurde? Nee. Also das hat überhaupt ganz lange gedauert. Ich habe ziemlich lange damit gehadert, weil ich so viele Schicksale kennengelernt habe, denen es nicht gut ging mit dem Job. Und die als halt, Kinderstar oder als Kind? Nee, oder? Überhaupt so. Also die auch ausgebildet waren und eventuell schon richtig arrivierte Schauspieler, die trotzdem halt nichts zu arbeiten hatten. Und deswegen dachte ich, ich will nicht den gleichen Fehler machen und ganz groß rumpalabern, ich werde jetzt Schauspieler, sondern war ganz vorsichtig. Und ich glaube, bis zu dem Film Napula war es so, dass ich immer die Antwort verneint habe, ob ich Schauspieler werden will. Mhm. Aber dann irgendwann gab es den Moment, wo du gesagt hast... Ja, ja, also jetzt. Als ich gesehen habe, ich kann so einen Kinofilm tragen quasi, war es schon nochmal eine andere Ebene. Ja. Was du am Anfang erst auch gesagt hast, du bist sozusagen ja immer in den Händen der Regisseurinnen und Regisseure, gibst dich denen hin, bist sozusagen, wie du auch mal selbst formuliert hast, glaube ich, deren Werkzeug. Aber du hast erst schon gesagt, du hast auch eigene Visionen. Was kannst du dir da vorstellen? Was würdest du denn gerne noch mal anderes machen? Ich denke, dass es bei dieser Kunstform also auch um Identität geht. Also, dass das eine Sprache ist, die halt viele Sprachen vereint und also nicht nur Bild, sondern halt auch Musik und halt auch eine gewisse Atmosphäre zu erzählen. Und natürlich interessiert mich wahnsinnig also der Osten, die Wendezeit und so, die ich ja auch so ein bisschen erlebt habe. Und ja, die Faszination dabei ist halt die Menschen, an was sie geglaubt haben und was es halt wert war, die Werte und wie sich das alles verändert hat. Also sich nochmal mit der Vergangenheit und Geschichte zu beschäftigen. Auf jeden Fall. Und so mit den Händen was zu arbeiten, gibt es da einen Absolut. Also ich habe auch schon einen Bildhauerkurs gemacht, der hat mir sehr gut gefallen. Der war ziemlich intensiv, also kurz. Ich hätte auch gern noch weitergearbeitet, aber vielleicht kommt es noch, mache ich das. Also mit auch den Händen was schaffen und genau. Was herstellen sehr sozusagen. Und ja, und sehr befriedigend ist auch das, was zwei Brandenburger machen, die wir jetzt kennenlernen. Die haben sich auch ein großartiges Projekt vorgenommen, was sie gemeinsam auch umsetzen. Sophia Johannesson ist 29 und hat einen großen Traum. Diesen alten Dreiseithof, den Albertinenhof in der Nähe von Rathenow, zu neuem Leben zu erwecken. Verfallen, heruntergekommen, aber auch ein Stück Heimat. Denn direkt im Ort nebenan ist sie groß geworden. Ich bin immer auf meinem Weg zur Schule hier vorbeigefahren und habe mich gefragt, was eigentlich hier mit diesen Ruinen mal passiert. Die lagen ja wirklich 40 Jahre brach. Und ja, so ein tolles Projekt direkt in meiner Heimat zu finden, ist für mich wirklich was ganz Besonderes. Sophia hat in Eberswalde Naturschutz studiert, war einige Zeit in Neuseeland und Australien. Doch die Heimat lässt sie nicht los. Vor 2,5 Jahren hat sie gemeinsam mit ihrem Mann Bosse das Grundstück von der Familie übernommen. Mit Hilfe aller und viel Eigeninitiative sind die marodesten Gebäude schon abgetragen. Wir waren damals auch dabei. Eigentlich sollte hier längst der Wiederaufbau starten, ein Hofladen und ein Café entstehen. Das gibt es momentan nur in dieser mobilen Version.
Laut Bebauungsplan muss das Gelände landwirtschaftlich genutzt werden. Schon seit 2,5 Jahren laufen die Anträge. Wir wollen es ja jetzt umnutzen mit Ferienwohnungen, mit Hofcafé und so weiter. Daher mussten wir auch auf dieser planerischen Ebene eine Änderung beantragen. Und diese Änderung dauert relativ lange immer. Es ist ein langwieriges Planverfahren. Und deswegen brauchten wir halt einen sehr langen Atem. Und jetzt aber nach 2,5 Jahren, so grob, wird's was, denke ich. Die Zwischenzeit haben sie genutzt und eine Gärtnerei aufgebaut. Gerade testet das Paar, welche Salat- und Gemüsesorten hier im Winter besonders gut wachsen. Sophias Mann Bosse ist gelernter Staudengärtner. Er betreibt die Gärtnerei hauptberuflich, während Sophia einen anderen Job hat. Sie arbeitet beim NABU. Deshalb finden sich auch schon in Kooperation frisch gepflanzte Vogelschutzhecken auf dem Gelände, Echsensteinmauern und eine Nachtfalterwiese mit Lichtnelken, Fenchel oder anderen ungewöhnlichen Kräutern wie Boretsch. Wir sind natürlich immer dahinterher, dass wir auch Beete für Insekten anlegen hier. Und die Insekten, wie zum Beispiel Nachtfalter, ziehen natürlich auch Fledermäuse wieder an, sind deren Nahrung. Und so schaffen wir also die Nahrungsgrundlage sowohl für die Nachtfalter hier als auch für Fledermäuse mit so Pflanzungen, Kräuterpflanzungen hier. Schon jetzt wird der Albertinenhof in der Region gut angenommen. Regelmäßig werden Dorf- und Hoffeste gefeiert mit Bands aus der Region. Es kann geheiratet werden und Sophie und Bosse bieten außerdem Gartenworkshops an. Auf einer Wiese kann man zelten und wer es gemütlicher mag, übernachtet im Bauwagen oder in einem voll ausgestatteten Tiny House, einem Kleinsthaus für bis zu 4 Personen. Und all das direkt an der Havel. Mit der Möglichkeit zum Kajakfahren und Schwimmen oder auch Saunieren in einer mobilen Fasssauna. Und dann kann man natürlich ganz toll, wenn man aus der Sauna kommt, in die Havel gehen, sich hier abkühlen und danach halt am Lagerfeuer, am Tiny House sitzen. Und ja, ich glaube, das ist eine richtig tolle Sache. Ärmel hoch und anpacken. Voller Ideen, Begeisterung, aber auch dem Blick für die Realität. So schaut Sophia Johannesson in die Zukunft. Ich mache das mit einer gewissen Liebe zu dem Hof und irgendwie Überzeugung, dass alles gut wird. Und alles wird irgendwie laufen, wenn man nur einen Plan hat, der zu dem Hof auch passt. Es ist viel besser, als ich es mir vorgestellt habe. Max Riemelt ist heute bei uns im Studio 3 live aus Babelsberg. Max, wäre so ein Projekt was für dich? So ein Hof auf dem Land? Ja, also nicht für mich allein. Ich glaube, wenn man das mit Freunden macht und so ein schönes Projekt gemeinsam macht, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Obwohl du ja so ein richtiges Stadtkind bist, so ein richtiges Berliner Mittekind. Absolut. Wo hast du überall in Berlin gewohnt? Naja, eigentlich nur Prenzlberg und Mitte, könnte man sagen. Ja. Friedrichshain also, vielleicht noch. Ja. Was ist für dich Berlin? Was ist für mich eine Heimat? Also je nachdem, was man darunter versteht. Aber ja, was ist für mich Berlin? Es hat sich halt stark verändert. Also manchmal bin ich auch ein bisschen wehmütig, was die Veränderung angeht. Also dass so viel Zugezogene, beziehungsweise was sie alles mitgebracht haben. Diese ganze Franchise-Unternehmen, die ganzen Flagship-Stores irgendwie und damit verbunden Tourismus und Hipsters, die das Stadtbild verändern. Ja. Ich war gestern mit Kollegen unterwegs abends und ich bin nun Brandenburger und das sind alles echte Berliner, auch wirklich gebürtige Berliner gewesen. Und die haben auch gesagt, schon traurig, auch wenn man so sieht, was so in puncto Mieten und Wohnen passiert. Ne? Man kann sich das Wohnen nicht mehr leisten. Und wir haben lange darüber diskutiert, wie sich die Stadt verändert. Sie muss sich verändern, klar, wie sich die Welt auch verändert. Ich glaube auch, dass es also der Lauf der Dinge ist. Ja. Also eine ganz natürliche Entwicklung. Mhm. Also. Aber wenn man dann so durch die Straßen fährt und sagt, okay, guck mal, da war das, da war da mal der Laden, hier war mal der Club, wo man... Ja, also mir tut es manchmal leid um diese kulturellen Orte, wo man kein Geld ausgeben musste, um sich halt zu treffen und was zu erleben gemeinsam. Wir sind jetzt hier mal dekorativ auch in die Vergangenheit gereist, in die 1950er Jahre, ist Ihnen schon aufgefallen mit Sicherheit. Und in die 1950er Jahre deshalb, weil du verlässt ab und an natürlich auch Berlin für die Arbeit und für Dreharbeiten und hast unter anderem eine tolle neue Serie gedreht, die ab heute auch zu sehen ist, beziehungsweise heute Abend dann 20.15 Uhr in der ARD zu sehen ist. Bonn, alte Freunde, neue Feinde. Ist eine, sagen wir mal, ein Agenten-Thriller, ein politischer Thriller, oder? Komm. Ja, es ist vieles. Also es ist auch ein Familiendrama. Es sind halt mehrere Geschichten, die halt parallel zueinander laufen und dann vielleicht auch zusammenkommen. Und
Ja, es ist gute Unterhaltung und gleichzeitig aber auch echt brisanter, politischer, relevanter Stoff, definitiv, der vielen gar nicht so bewusst ist. Es geht um die Nachkriegszeit und in der gab es ja das Gerücht, dass Deutschland entnazifiziert wurde. Und das kann man in der Serie sehen, ist natürlich alles sehr oberflächliches Geschwafel von Leuten, die früher halt eine Demokratie aufbauen wollten. Ja. Wir können mal ganz kurz das zusammenfassen, was sozusagen der Inhalt dieser Serie Bonn, alte Feinde, neue, Moment, jetzt muss ich mal, alte Freunde, neue Freunde ist. So, jetzt aber. 1954, der Zweite Weltkrieg ist keine 10 Jahre her, ergattert Toni Schmidt in Bonn einen Job als Fremdsprachensekretärin bei der Organisation Heil. Beim Vorläufer des heutigen Bundesnachrichtendienstes gerät die ambitionierte junge Frau zwischen die Fronten rivalisierender deutscher Geheimdienste. Mahler hat nicht geschossen, er ist gekauft. Wie offenbar alle in diesem Land. Fluchtdatum und Route bekommst du in den nächsten Wochen mitgeteilt. Lern sie auswendig und vernichte sie. Diese Männer hier sind alle Mörder. Hitlers willige Vollstrecker. Sie sind immer noch in Deutschland und sie sind auf freiem Fuß. Zugleich verliebt Toni sich in einen Verfassungsschützer. Vielleicht hängen die Dinge stärker miteinander zusammen, als es den Anschein hat. Dunkle Geheimnisse betreffen auch ihre eigene Familie. Das sind Lage- und Ausbauplan zu einer unterirdischen Anlage. Kam von Gehlen. Schmidt hängt auch mit drin. Wir haben Belege dafür, dass Waffen und Munition in absurden Mengen nach Deutschland geliefert werden. Ich kann sie riechen, diese Nazis und ihre Wut. Und mein Vater. Der Chef des neu gegründeten Inlandsgeheimdienstes, Otto John, gibt Toni Halt, als sie dorthin wechselt und sorgt dann selbst für einen der größten Spionageskandale der deutschen Geschichte. Bonn, alte Freunde, neue Feinde, komplett in der ARD-Mediathek, heute Abend 20.15 Uhr und 21 Uhr Folge 1 und Folge 2. Ich habe alle gesehen und ich konnte nicht aufhören. Ich habe sie wirklich in der Mediathek durchgeschaut, an einem Tag alle 6 Folgen, war ganz begeistert. Das ist eine Serie, wie du schon gesagt hast, beruht auf wahre Begebenheiten. Da wollen sich Menschen reinwaschen nach der Zeit des Nationalsozialismus. Warum ist es wichtig, genau dieses Thema auch nochmal jetzt aufs Tableau zu heben und sich dem Thema zu widmen? Also ich habe ja vorhin schon die Identität angesprochen und die Geschichte hört halt quasi nach dem Zweiten Weltkrieg auf. Also gerade was man im Schulunterricht oder überhaupt gesellschaftlich besprochen kriegt, ist relativ oberflächlich. Und diese Fakten, die dort besprochen werden, die waren mir selber neu. Und deswegen fand ich es auch so toll, dass es halt nicht nur Unterhaltung ist und halt so vage Sachen, die stimmen könnten, sondern auch wirklich spektakuläre, also für mich, wie gesagt, ein Neufund von Fakten, die mir gar nicht bewusst waren. Du spielst den Agenten Wolfgang Berns beim Bundesamt für Verfassungsschutz. Mhm. So eine Agentenrolle ist auch was Faszinierendes oder was Geheimnisvolles. Ja, es macht Spaß. Also ein undurchschaubarer und vor allen Dingen, ich glaube auch, weil die Leute damals traumatisiert waren vom Krieg, kann man so viele Sachen spielen, so viele Sachen behaupten und rumexperimentieren. Das macht schon sehr viel Spaß. Ja. Und weil du eben einen Agenten gespielt hast, wollen wir jetzt mal dein Agentenwissen ein wenig testen. Okay. Und das mit unserem Agenten-Quiz. Und da widmen wir uns mal einer Agentin, Doppelagentin war sie, und zwar Mata Hari, niederländische Tänzerin, aber eben auch Doppelagentin. Mhm. Welchen Decknamen hatte die Spionin Mata Hari? Das ist die erste Frage. Ich gebe dir 3 Antwortmöglichkeiten vor. A, KMH50, B, H21, C, M17. Wenn du es nicht weißt, rate. Dann mache ich C. Du nimmst C, M17 und es ist... Ach. H21 war es. Ich habe den ganzen Nachmittag versucht herauszufinden, warum. Ich habe es nicht rausgefunden. Dann gab es im Zweiten Weltkrieg eine Chiffriermaschine, die die Deutschen benutzt haben, um Nachrichten zu verschlüsseln. Die hieß Enigma. Enigma aus dem Griechischen. Was bedeutet Enigma? A, Geheimnis, B, Sieg oder C, Rätsel? Rätsel. C. C. Und? Richtig. Punkt 1. Und eine bekannte Detektivin-Figur der Literatur, Miss Marple. Wie heißt Miss Marple mit dem Vornamen? Ist die dritte Frage A, Jane, B, Jill, C, Joan? Jane. A. Jane, A. Nicht schlecht. Zweiter Punkt, richtig. Dankeschön. Und wann entsteht der Vorläufer des britischen Geheimdienstes MI6? James Bond, der Agent, ist ja da auch ein Teil davon. A, 1894, B, 1909, C, 1919. Manchmal B. B.
Richtig, wow, nicht schlecht. Also du hast das Zeug zum Agenten, definitiv. Und jetzt haben wir noch eine vierte Frage, ja. Und zwar an unsere Zuschauer. Das ist jetzt eine Frage, die Sie beantworten sollen. Und wenn Sie sie richtig beantworten, dann gewinnen Sie eben diese Kickbox-Handschuhe signiert. Du kannst sie schon mal signieren, Max, von Max Riemelt. Und die Frage ist folgende. Wie heißt Max Riemelt in dem Agenten-Thriller Bonn, der ab heute in der ARD zu sehen ist? Drei Antwortmöglichkeiten gebe ich Ihnen vor. A. Peter Stolle, B. Thomas Wagner, C. Wolfgang Berns. Wir geben jetzt keinen Tipp. Und wenn Sie die richtige Antwort parat haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an studio3@rbb-online.de. Stichwort Agentenquiz. Unterschrieben hast du es? Sehr gut, nicht schlecht. So. Jetzt drücken wir mal die Daumen, dass es ein großer Erfolg wird auch. In der ARD-Mediathek ist es schon mal. Ja. Du hast das Zeug zum Agenten. Wenn man jetzt aber so noch mal vorausschaut in die Zukunft, du hast gesagt, du würdest gerne noch mal ein bisschen was Neues angehen, neue Projekte. Jetzt in ganz naher Zukunft, steht da gerade was an Dreharbeiten noch? Also ich kann darüber sprechen, was rauskommt. Okay, also los, über ungelegte Eier spreche ich sehr ungern. Los, was kommt raus? Auf Netflix wird es eine Serie geben, die heißt Schlafende Hunde. Mhm. Da spiele ich einen traumatisierten Polizisten, Ex-Polizisten, der auf der Straße lebt und versucht, sich zu erinnern, was passiert ist. Und ja, das ist, glaube ich, auch ganz gut geworden. Das sind aber auch immer Rollen mit so ganz speziellen Geschichten, wenn man so schaut, oder? Absolut, ja. Also mich interessiert halt, ja, also die, habe ich, glaube ich, auch in diesem Beitrag gesagt, also die Abgründe natürlich, aber auch ja, Themen, die vielleicht noch nicht so viel behandelt wurden. Ja. Wir sind sehr gespannt, was da alles noch von dir sozusagen in Zukunft kommt. Und wenn die ungelegten Eier dann sozusagen in die Wirklichkeit umgesetzt werden, dann kommst du wieder. Da freuen wir uns sehr. Max Riemelt, heute unser Gast. Und morgen, da kommt zu uns der Landwirt des Jahres 2022. Ich freue mich, beziehungsweise wir freuen uns auf Benedikt Bösel. Wie gesagt, Landwirt des Jahres 2022 aus Altmadlitz im Landkreis Oder-Spree. Wie wird man eigentlich Landwirt des Jahres? Das wird meine Kollegin Jana Falkenstein Ihnen morgen fragen, hier im Studio 3, live aus Babelsberg. Hier folgen jetzt die Nachrichten RBB 24 Abendschau und RBB 24 Brandenburg aktuell. Wir wünschen einen schönen Abend. Wünsche ich auch, ja. Alles Liebe und danke dir nochmal. Danke auch. Tschüss. Ciao.